fühlst du dich wert, dass letztendlich die Quelle dieses höchste Wissen durch dich spricht und du eine Botschaft empfangen kannst. Deshalb lassen wir uns auch manipulieren, weil wir selbst nicht wissen. Da kommen mir jetzt gerade auch sogar die Tränen. Das berührt mich. Wie gelingt es einem Menschen, der merkt, es läuft gerade mehr schief als richtig? Ja? Corona zwingt die Menschen noch mehr den Spiegel vor die Nase zu halten. Mhm. Und sie sehnen sich mehr Tiefe im Leben, wissen aber nicht wie. Wie könnte jeder da beginnen und starten? Und wie könnte jeder Mensch auch seinen inneren Weg noch mehr entfalten? Mhm. Also bewusst breit gestellt die Frage. Mhm. Also ich habe dazu, das findet man auch im Buch, so einen 5-Schritte-Plan entworfen. Und da gibt es den ersten wichtigen Schritt, und der ist, denke ich mal, nicht nur für Intuition, sondern für alles Grundvoraussetzung. Und das ist wieder wirklich die Stille zulassen. Die Stille im Alltag zulassen. Und da meine ich nicht zwangsläufig zu meditieren, sondern einfach sich mal auch hinzusetzen und nichts zu tun. Mhm. Also ganz klar einfach nur mal die Augen zu schließen und zu atmen. So dieses S, das durch dich atmet, es, das durch dich wirkt, einfach mal den Raum zu geben, ohne eben die Rollen, ohne eben all das, was muss ich noch tun, was habe ich heute schon gemacht, sondern natürlich die Gedanken werden auf jeden Fall auch da sein und denen auch den Raum zu geben, aber einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt mal hier da. Mhm. Das ist ein Schritt, um überhaupt diese leisen Stimmen auch wieder zu hören. Der zweite Schritt ist, klare Intentionen zu setzen. Also was ist deine klare Intention? Im Fall der Intuition ist das, was ist deine klare Frage, die du hast? Menschen verwechseln oftmals und sagen, oh, ich warte jetzt auf meine intuitive Botschaft und so. Anstatt dann sage ich ihnen immer, hey, was willst du überhaupt wissen? Stell doch mal eine klare Frage. Stell doch mal ganz eine präzise Frage, ganz konkret. Je konkreter du die Frage stellst, umso konkreter bekommst du die Antwort. Ja, was habe ich denn überhaupt für eine Frage? Mhm. Also das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt hat ganz stark mit Annehmen zu tun. Fühlst du dich wert dazu, überhaupt Intuition zu empfangen? Fühlst du dich wert, dass letztendlich die Quelle dieses höchste Wissen durch dich spricht und du eine Botschaft empfangen kannst? Und wenn nein, arbeite an deinem Wertesystem, an deinem inneren Wert, also zu empfangen generell, im Allgemeinen, kann auch nichts zu dir kommen, wenn du nicht empfängst. Würdest du sagen, dass viele Menschen die Problematik heutzutage haben, dass sie so sehr im Außen sind, dass sie gar nicht mehr im Inneren fühlen, was sie wollen? Ja. Mhm. Ich hatte zum Beispiel heute Vormittag erst ein Coaching, das passiert sehr selten, aber ich begleite sehr, sehr selten Menschen. Und dann sagte die junge Frau heute im Coaching, ich habe sie gefragt, wo willst du in 5 Jahren sein? Und dann sagte sie, ich will mehr Selbstannahme, ich will mehr Hingabe, ich will mehr Freude. Und dann habe ich gefragt, was bedeutet das für dich konkret? Und dann hatte sie keine Bilder, nichts. Mhm. Das waren Wörter, die gut klingen. Mhm. Und dass Menschen gar nicht mehr fühlen, das Gefühl nicht mehr wahrnehmen, die Bilder nicht, sondern einfach nur mit Etiketten kleben und in der Hoffnung, dass sie irgendwo ankommen. Da kommen mir jetzt gerade auch sogar die Tränen. Das berührt mich total, weil ich das auch so stark wahrnehme gerade. Und genau das ist es, was uns jetzt auch im äußeren Feld gespiegelt wird. Also was uns begegnet, das ist diese Unklarheit, eben diese Etiketten. Und deshalb lassen wir auch mit uns machen. Deshalb lassen wir uns auch manipulieren, weil wir selbst nicht wissen, sind wir froh darüber, dass jemand anderer uns sagt, was wir zu tun haben. Mhm. Und die meisten Menschen dann die Verantwortung dann abgeben. Das heißt, du sagst, finde dich selbst, damit du auch dem vertraust, was da überhaupt zu dir kommt. Weil wenn nicht, dann sagen die Menschen, ich bin kein Goethe, kein Tesla, kein Da Vinci, kein Genie. Das ist meine Eingebung, die sind ja nichts wert, weil der Boden nicht da ist, der fruchtbare Boden, wo das Ganze münden kann. Also das heißt, dann ist ein wesentlicher Teil, wenn ich dich richtig verstehe, von Intuition überhaupt dich selbst anzunehmen, dir selbst zu vertrauen, mit dir selbst im Reinen zu sein, im Einklang. Also das heißt, Thema Selbstliebe ist die Vorbedingung für Intuition. Kann man das so ausdrücken?
Ich mag diesen Begriff Selbstliebe gar nicht mehr so, weil er so auch wieder so ein Etikett ist. So. Selbstliebe, das sind so viele Facetten, die darin enthalten ist. Ich würde es so ausdrücken. Es beinhaltet das Wort, aber ich würde es so ausdrücken, die Verbindung mit der eigenen Quelle, die Versöhnung mit Gott, der Quelle, wie auch immer, das ist die eine der Grundvoraussetzungen in der Arbeit mit seiner Intuition. Wunderschön. Jacqueline, wir kommen jetzt zu so schnelleren Frage-Antwort-Runde, damit wir dich noch mehr kennenlernen können. Was war der beste Rat oder das Beste, was du von einem Menschen oder vielleicht irgendwo gelesen, wahrgenommen hast, was dich tief berührt hat? Vielleicht ein Satz, vielleicht irgendwie eine Empfehlung von jemand, irgendetwas, wo du gespürt hast, dass es wahnsinnig mit dir in Resonanz gegangen hat, dich tief berührt. Du bist der Dirigent deines Lebens. Superschön. War das von einem Menschen oder hast du es irgendwo mal wahrgenommen, gelesen? Das war von meiner damaligen Lehrerin. Die hat mir dazu ein Aurograph gemalt, ein Bild mit diesem Satz, du bist der Dirigent deines Lebens. Und dieser Satz ist bei dir, wo du den gelesen hast, du hast gemerkt, dass es irgendwas tief, tief Wahres mit dir in Kontakt. Mhm. Etwas auch für mich, wo ich gespürt habe, es triggert mich. Und ich kann da noch etwas verändern, dass ich wirklich meine eigene Komposition schreibe. Mhm. Danke. Wenn du überlegst, es gibt ein riesengroßes Sportevent, sowas wie Super Bowl, das ist angeblich das TV-Ereignis der Welt, wo die meisten Menschen an den Bildschirmen hängen, also knapp jeder Fünfte, jeder Sechste ist da online dabei und guckt zu. Und du hättest dort mal 5 Minuten Zeit, um mal 1, 2, 3 Botschaften an die Menschen zu senden, von dem, was du jetzt in diesem Leben schon verstanden, erkannt, gefühlt hast. Was würdest du den Menschen mitgeben? 3 Dinge. Gerne 3. Also, oder eine Sache. Wie du möchtest, ganz frei, also intuitiv. Also intuitiv kommt mir als erstes nimm an, also annehmen, so als ersten wichtigen Schritt. Nimm an das, was jetzt gerade da ist, denn erst dann mit dem Annehmen kann Entwicklung geschehen. Mhm. Umarme deinen Nachbarn und küsse ihn oder sag ihm irgendwas Schönes, was du wahrnimmst. So, das würde ich auch als Anweisung geben. Und das Dritte würde ich den Menschen einfach sagen, du bist wunderschön. Wir vergessen das viel zu häufig und brauchen diesen Hinweis von außen. So schön, dass du es auch ansprichst. Jacqueline, stell dir mal vor, du bist heute 96, du sitzt irgendwo im Garten auf einer wunderschönen Veranda und du hast rechts, links um dich herum Natur. Und du siehst, da ist eine junge Frau, die gerade zu dieser Veranda hingeht. Und diese junge Frau, das bist das heutige Du. Und du bist diese 96-jährige ältere Weise, die hat dieses Leben komplett durch. Sie hat die ganzen emotionalen Auf und Abs hinter sich. Und du würdest dieser jungen Frau von heute begegnen und könntest ihr so eine Art Mini-Coaching geben oder irgendetwas aus diesem höheren Bewusstsein heraus. Was würdest du ihr heute sagen? Du bist frei. Freiheit. Lass dir deine Freiheit nicht nehmen. Mich erinnert das gerade an eine Situation von meiner Oma, die kurz bevor sie gestorben ist, noch in ihrem Bettchen lag, ganz dünn und so weiter, nach vielen, vielen Behandlungen. Und dann nahm sie meine Hand und hat zu mir gesagt, Jacqueline, leb dein eigenes Leben. Jacqueline, leb dein eigenes Leben. Und das würde ich diesem jüngeren Selbst von mir auch mitgeben. Die Freiheit liegt in dir. Lass dir die Freiheit nicht nehmen und leb dein Leben. Lass dich nicht zurückhalten von niemandem. So. Niemand hat die Macht, niemand ist machtvoller, stärker als du. Hm. Wunderschön, die Illusion des Verstandes, der uns immer einreden will, ne? Der ist anders oder mehr oder das, totaler Quatsch. Gibt es bestimmte Musik, wo du für dich festgestellt hast, da kannst du besonders stark runterfahren, das ist etwas, was dich erdet, was dir gut tut, oder bestimmte praktische Dinge im Alltag, was jeder auch zu Hause anwenden könnte? Wenn er wieder merkt, es ist Chaos um ihn herum und er ist wieder in dem Strudel des Außens.
Also ich verwende da immer verschiedene binaurale Beats, Solfeggio-Klänge. Genau, also die einfach verschiedene Frequenzen haben, die sozusagen die beiden Gehirnhälften miteinander synchronisieren. Weil das, darauf kommt es ja auch an, Intuition und Verstand. Also Verstand ist auch wertvoll, ist ein ganz wichtiges Tool auch. Aber die sozusagen miteinander so synchronisieren. So. Und da gibt es ganz verschiedene Musik. Und ich liebe Mozart. Mhm. Und schon Einstein schrieb damals, jedes Mal, wenn es ihm nicht gut ging, der hat Mozart-Musik angemacht und sagte, was für eine herrliche Erfahrung ist die Mozart-Musik. Die schwingt sehr, sehr hoch. Mhm. Auf jeden Fall. Super schön, dass du das ansprichst. Was können die Menschen eingeben bei YouTube, um diese Musik zu hören, von der du gerade gesprochen hast? Solfeggio, also Solfeggio geschrieben, Solfeggio-Klänge. Und dann zum Beispiel Solfeggio-Klang, Intuition zum Beispiel, sind es 936 Hertz und da gibt es verschiedene Dinge. Oder eben Mozart-Symphonie, ach, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber... Einfach mal alles durchhören, bekommst genau. du durch. Sehr gut. Genau. Gibt es einen bestimmten Film oder bestimmte Filme in deinem Leben, die mit dir in Resonanz gegangen sind, wo du das Gefühl hattest, du hast tief berührt? Also ein Film, der mein Leben komplett damals verändert hat, wo ich dann wirklich einen Switch gemacht habe, war das Streben nach Glück mit Will Smith. Mhm. So. Und es gibt andere Filme. Also letztens habe ich einen gesehen auf Maona TV. Das war, der hieß, fällt mir jetzt gerade nicht ein, doch. Weißt du, wie viele du bist? So hieß der zum Beispiel. Aber auch andere Filme. Also ich liebe Filme, die auch mit Natur zu tun haben. Einfach um die, ja, wie soll ich sagen, diese Ursprünglichkeit auch wieder auf der ganzen Welt wahrzunehmen. So. Also ich lasse mich sehr, ich hab eben mein Lieblings sozusagen TV-Sender und da gibt es eigentlich ganz viel Inspiration. Ja. Wunderschön. Liebe Jacqueline, ich danke dir so sehr, dass du vorangehst, dass du Frauen Mut zeigst, dass du Männern zeigst, dass es in Ordnung ist, heute sich auch mal verletzlich zu zeigen, dass du den Menschen sagst, Intuition ist nicht irgendeine Sache der besonderen, außergewöhnten, auserwählten, sondern wir haben das alle und dass du den Menschen auch vor allem zeigst und mutig vorangehst, dass es sich lohnt, von innen nach außen zu leben, das eigene Herz offen zu legen und so stark und dabei aber gleichzeitig so weise vorangehst. Ich achte, wertschätze, anerkenne für das, was du da seit Jahren Herausragendes leistest. Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Danke dir, Maxim, für dieses Interview. Danke. Ich freue mich, dass du bis zum Ende geschaut hast. Hier findest du entsprechend dein Geschenk, einen passenden Videokurs im Wert von 99 Euro von mir. Und hier kannst du den Kanal abonnieren.